Hallo, hallo, hallo. Da sind wir. Wecken wir erstmal die Switch wieder auf. Meine Vollbildvorschau hätte ich gerne, nicht nur vom Chat, sondern von allem. Perfekt. Perfekt, das geht doch. Da können wir schon mal reinstarten. Wie wir hören, hören wir nichts. Warum hören wir nichts? Elgato. Please. Du hast drei Elgato Plix Sound. Please. Warum hast du keinen Sound? Ich dachte, wir haben die Soundprobleme letztes Mal alle gelöst. Ach, ich glaube, ich weiß warum. Eigenschaften. Das war's. Oder war's das nicht? Double! Das ist ja crazy. Dankeschön. Ich habe meinen Alert-Sound ausgemacht. Das ist natürlich doof. Stell dir vor, da war fett. Oh, Ankündigung. Double ist jetzt super Abonnent. Hi. So, ich glaube, das Spiel hört ihr jetzt auch inzwischen wieder, ne? Das sollte funktioniert haben. Hier steigt fette, fette Party. Wir baumeistern gleich. Und wettbewerben. Double hat uns den Sound zurückgebracht. Double ist Abonnent. Läuft. Aber ich will dich natürlich nicht deines Abo-Sounds berauben. Darum gehe ich mal kurz zu Streamlabs. Und wir leihen uns einfach den Sound nochmal aus. Das ist nur fair. Wo sind meine Alerts? Da sind meine Alerts. Hier, der Sound ist für dich, Double. Stell dir vor, du hast das vorhin gehört und wie glücklich dich das gemacht hätte, wenn das funktioniert hätte. Toll, toll, toll. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ziemlich sehr super glücklich. Perfekt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen, weil es so früh am Nachmittag ist. Aber umso besser. Ich würde euch gerne bitten, was auszuprobieren. Könnte von euch mal jemand bei Twitch, wenn ihr auf der Seite seid, schauen, ob ihr da jetzt eine CC-Option habt für Untertitel? Das würde mich interessieren. Ich habe nämlich ein Plugin installiert, um den Stream ein bisschen more accessible für Leute zu machen. Funktioniert das auch? Könnt ihr da mitlesen, was ich sage? Der scheint nämlich einigermaßen,
vernünftig zu sein, aber mir werden hier die Sonderzeichen, Üs und so, nur als Fragezeichen dargestellt. Geht so. Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch ein anderes Tool finde. Aber es ist ein Anfang. Das ist halt für Leute, die eventuell nicht zuhören können, sondern das nur mitlesen. Sogar auf Mobile. Crazy. Okay, Sonderzeichen hat da Probleme. Kann ich das hier einstellen? Language German. Text Replacement. Ü mit UE. Ö mit OE. Mit AE. Speichern. Test, Test, Test. Achso, ich muss irgendwas mit Ö oder Ü sagen. Nicht Öl. Ö, der Buchstabe Ö. Ähre. Nicht Ehre. Die Ähre vom Korn. Ähre. Naja, es funktioniert einigermaßen. Die im Büro keinen Sound anmachen können. Ich dachte jetzt mehr an hörgeschädigte Leute, aber auch die Leute, die keinen Sound anmachen können, weil sie im Büro sind. Öcherdrache? Was? Nicht welcher Drache. Ich habe links so eine kleine Live-Vorschau von den Captions und da steht teilweise richtig lustiges Zeug drin. Aber es ist besser als nichts. Ist ein Anfang. Wir werden weltoffener. In meiner Twitter-Bubble wurde das nämlich thematisiert. Da hatte jemand gefragt, ob jemand da bereits Rücksicht nimmt und solche Plugins nutzt auf Twitch beim Stream. Und ich habe gesagt, ha, das ist ja vielleicht ein ganz geiler Denkanstoß. So, warum sind wir eigentlich hier? Super Mario Maker, Baumeisterwettbewerb von gamingvillage.de, Runde 18, Münzrausch ist das Thema, Red hat es ausgesucht, 5 Level wurden eingereicht, die schauen wir uns jetzt an. Kann ich meine favorisierten Baumeister suchen, bitte? Nice. Wir fangen an, der Reihe nach, so wie sie eingereicht wurden, wie immer, mit Redobruck. Bin ich schon vorbeigescrollt? Ja, hallo, Dri, ne? Der baut hier echt eine Menge Zeug. Bestimmt schon vorbeigescrollt, ohne es zu merken, da. Refreshingly refreshing. I had a coin pun for this, but it didn't make sense. I love it. Vielleicht das beste Level zuerst. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Fun! In der Tat. Oh, hätte ich da hochgekonnt? Wait a minute. Muss mal zurück. Ich bin noch nicht ready. Ich habe extra um 6.45 Uhr mit Arbeiten angefangen, um jetzt hier zu sein. Cool. Dachte ich mir doch, dass hier noch Geheimnisse stecken. Ist der Sound für euch okay? Ist das Spiel zu laut oder so? Nach den Soundproblemen beim letzten Mal, wo wir Echos und allen möglichen Kram hatten, bin ich da etwas vorsichtig geworden. Ich gucke mir immer die Kommentare an, wenn ich es nicht vergesse. Das weißt du doch. Passt. Nice. Bonusspaß. Ist eher recht leise, okay. Achso, stimmt. Ich hatte das für Digimon, glaube ich, leiser gemacht. Thank you.
steht da? Graf. Great. Was? Wait a minute. Ich muss nochmal hoch. Wie klettert man? Wie funktioniert dieses Spiel? Ich habe so viele Tasten und keine macht, was ich will. Ich mache mal einen Sprung. Fuck it. Grete. 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 Wieso habe ich es jetzt schon wieder kaputt gemacht? Ich mache überhaupt nichts kaputt. Ich spiele das Spiel. Wenn du nicht vorhersiehst, dass Leute Sachen machen, dann ist das nicht die Schuld des Spielers. Oh Gott. Was? Aber wenn ich die Stampfattacke durchgängig mache, verpasse ich doch alles. Das geht nicht. Was? Okay, ich soll stampfen. Und hier so durchgängig stampfen. Und nu? Nicht mehr Grete. Grete. Nicht mehr Geräte, Greta? Was? Untertitel. Geh nach Hause, du bist betrunken. Great. Ach, hier steht Great nochmal andersrum. Ah, I see. Cool. Aber hier gibt es auch keine umgedrehte von den Röhren oder so, wo man noch heimlich rein kann. Ach, schön. Wo gibt's den Schlüssel? Halt, ich muss gleich nochmal spielen. Ich habe was entdeckt, glaube ich. Ich komme wieder. Ich komme ja nochmal wieder. Chillen Sie. Ich muss hier 1000 Sachen ausprobieren. Bonusgedöns. Ich muss ja ausprobieren, ob ich deine Level breaken kann. Wie bin ich hier gelandet? Achso, mit dieser Teleporterbox, ne? So, und zwar wollte ich nämlich ausprobieren. Nein, hier geht's zum Ausgang, das weiß ich schon. Hier war ich doch schon mal. Und zwar wollte ich ausprobieren, was mit dieser gläsernen Röhre ist. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Hol doch nicht rum. Meine Güte. Ich gehe ja noch mal rein ins Level gleich. Lass mich da erstmal hier überall gucken. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier sein soll. Aber ich kann hier sein, von daher bin ich's. Gibt's hier irgendwas zu tun? Ich bin zu groß. Ich passe da unten nicht rein. Wie kann ich irgendwie... Okay, da kann ich nicht rein. Dann ist der Wolkenspaß hier wohl zu Ende. Hm. Gut, da ist Ende. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen noch mehr erkunden. Habe ich hier noch was verpasst? Gibt es hier noch einen zweiten Weg? Wir haben Röhrenchan genommen. Trauriges Face und Smiley Face. Warum trauriges Face? Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so toll ist.
Okay, wir gehen nochmal neu rein. Ich brauche auch dringend einen Haarschnitt, habe ich das eben schon gesagt? Der obligatorische Benny-Kommentar. Nein, mein Face hat nicht mehr reingepasst. So, und zwar habe ich vorhin was gesehen. Allerdings zu spät. Da war ich schon durchgedötzt. Nämlich, dass das hier Glasröhren sind. Und jetzt ist die Frage, wo bringt mich das hin? Hier hin. Dann bringt mich der wieder nach oben. Korrekt. Okay, das ist nicht hoch genug, dass man einen Stammsprung machen kann. Hi. Jetzt suche ich die ganze Zeit den Sneaky Boy, von dem Mark geredet hat. Und frage mich, was das sein könnte. Da nicht. Was hat er gemeint? Was hat er gemeint? Die Schweinchen hier finde ich übrigens einen schönen Touch. Es ist auf jeden Fall wieder ein sehr schönes Erkundungslevel. Ist das denn was Großes, was ich jetzt noch verpasst habe? Oder wirklich nur eine Kleinigkeit? I don't know. Ausgelassene Frames 121. Na gut, hier ist aber auch eine Menge los. Ich weiß nicht, was ich da noch verpasst habe. Aber ich würde sagen, einmal machen wir noch einen Speed-Versuch. Und dann wird kommentiert. Nein, hör auf zu kraxeln, du Katzentier. Arsch. Das war den Start verpennt. Ich senke erstmal die Clear Rate. Wie sich das gehört. Das war nicht gut. Das geht schneller. Aber ich glaube, ich mag das nicht, Speedrun. Ist aber schön. Schönes Level. Ihr dürft mir aber gerne sagen, was ich verpasst habe. Take your Naja, jetzt ist es ein verkrüppeltes T.
Time. To explore. Muss da eigentlich noch hinter. Habe ich euch verloren? Seid ihr noch da? Es hat mich noch keiner gespoilert, was ich verpasst habe. Das besorgt mich. Da ist er. Sneaky Boy. Was? Was? Oh, das kann die das Caption Tool nicht. Wenn ich so leicht rede, das versteht es nicht. Oh doch, das versteht es, aber was hat es nicht verstanden? Strange. So, wo ist hier ein Sneaky Boy? Bei der Fahne? Vor der Fahne? Da ist ein Teleporter Boy, Dings, Bums. What? Wo soll er? Wo ist der? What? Wo ist denn hier noch ein Teleporter versteckt, sag mal? Und fasziniert und eine Menge Dinge bin ich gerade. Der kann ja nicht aus Versehen kaputt gegangen sein durch die Pause. Ich glaube, die machen keinen Teleporter-Block kaputt. Hier oben ist nix. Oh, ich habe eine Idee. Fuck, ich wollte wieder weg. Teleporter über Röhren hinweg geht eh nicht. Okay. Lass mich aus dem Auto raus. Meine Güte, ey. Wollte mich denn... Ich habe ihn aus Versehen gefunden. Ha. Huh. Sneaky Boy. Cooles Level. Das hat mir gefallen. Dann sind wir bei Yoshi angekommen. Coin Dash. Nicht Nike Boy. Sneaky Boy. Sneaky. Er kriegt's nicht hin. Die Captions schaffen es nicht. Sneaky. Sneaky. Nah dran. Nah dran, nicht Matran. Was ist das für ein Ding? What the fuck? Coin Dash von Yoshi. Oh, ihr seid alle doof. Und frech. Ich muss mir mehr Mühe geben, deutlich zu sprechen. Das ist wohl wahr. Ich habe so das Gefühl, für ein
Coin Dash sind wir zu langsam unterwegs. Definitiv zu langsam. Jetzt hat er aufgehört zu captionen, kann das sein? Ich glaube, er hat aufgegeben. So ein gemeines Level für Ranger 8. Ich muss die Münzen nicht sammeln. Ich möchte nur gern. Keine Untertitel mehr. Ich guck mal, ob ich die resetten kann. Speichern. Ich habe aber keine Größenbeschränkung drin. Keine Ahnung, was damit los ist. Von welchem Masochisten ist denn dieses Level? Yoshi, Zero Surprises. Okay, nicht springen. Bam, bam, badam, bam, bam, badam, bam, 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 bam. Ja, das ist definitiv machbar. So, bis hierhin geht's. Ich spiele immer auch mein eigenes, natürlich. Meinst du, bist als nächstes dran? Ich spiele die in der Reihenfolge, wie sie eingereicht wurden. Ah, ich war fast da. Shit. Immer in der Reihenfolge, wie sie eingereicht wurden. Nur ich bewerte mein eigenes halt natürlich nicht. Das überlasse ich euch. Ich wollte Yoshi auch gar nicht. Ja, okay. Ich dachte, ich könnte ein bisschen käsen. Ich gehe mal so weit nach unten aus dem Bild, ne? Ich muss wieder gerade sitzen. Ihr dürft mich gerne auf meine Haltung hinweisen, wenn ich so slouche. Die Captions sind zurück. Ich weiß nicht warum. Sie haben sich beruhigt. I understand that reference. Nein! Doch, das ist machbar. Ich streng mich doch jetzt noch nicht an. Ich spiele doch erstmal nur ein bisschen casual hier. Soll ich es direkt schaffen oder was? Dann habt ihr ja nichts zum Zugucken. Das ist ja auch doof für euch. I may or may not have lost my Yoshi. Ach so, ihr wollt Regina und Max sehen. Verstehe. Vielleicht ist das ja mein Plan. Und der Grund, aus dem ich mich hier so lange aufhalte, dass ich weniger Regina und Max spielen muss. Schon mal daran gedacht. Der Timer ist aber auch unzuverlässig. Red, wie läuft's mit deiner Bachelorarbeit eigentlich? Bachelor of Masters. Ist das jetzt sehr ungünstig, dass ich dich hier abhalte heute, oder? Oder bist du im Zeitplan gut drin? Dann fluch mir des Feelings wegen. Ach.
Ich habe gerade viel zu gute Laune zum Fluchen. Alles gut. Das kommt nachher noch genug. Nein. Waren zwei lange Wochen mit sehr wenig Schlaf. Noch ein Ergebnisdingens vor mir und dann nach Diskussion und Fazit. Okay. Ich weiß nicht, wie viel das umfasst, aber das klingt machbar. Ich glaube, bis Dienstag hast du ja Zeit, ne? Dann fühle ich mich jetzt nicht so schlecht, dass ich dich hier ablenke. Achso, hat eigentlich irgendjemand Benny Bescheid gesagt, dass wir schon live sind? Ich hatte nur auf Twitter gepostet, aber ich hatte, glaube ich, nicht mehr im Discord explizit Bescheid gesagt. Vielleicht könnte da mal jemand kurz... danke. So. Dann machen wir jetzt hier mal das Level durch, ne? Totally machbar, wenn man sich anstrengt. Auch eine Seite mit zwei Tabellen und einem Absatz gefüllt, was super geschummelt wirkt. Ach, solange du da ein bisschen Text drunter schreibst, ist auch alles super. Ich kann leider nicht kommentieren. Der Baumeister dieses Levels hat die Kommentarfunktion eingeschränkt. Daher kannst du keine Kommentare posten. Tja, Joshua. Benny! Benny, ich habe extra für dich... Captions drin. Du kannst auf CC klicken hier und unterm Video, also hier oder im Video. Ich glaube, im Video müsste CC stehen. Da hast du jetzt Untertitel, die einigermaßen funktionieren. Dann kannst du sogar im Büro zuschauen, ohne Ton. Viel Spaß. Oh, SZ muss ich auch noch fixen. Moment. SZ kann er nicht... SZ, also scharfe S, durch Doppel-S ausgetauscht. Wunderbar. Ah, schön. So, dann ist jetzt mein Level dran. Wir haben schon Red Brook und Yoshi gespielt. Jetzt gucken wir meins. Age of Coins. How many coins can you get? Comment your high score. Und das wird wieder niemand tun, weil immer, wenn ich auffordere, dass die Leute irgendwas kommentieren sollen, macht das niemand. So, sammle mindestens 300 Münzen und erreiche das Ziel. Das ist durchaus schaffbar. Ich habe nämlich 400 Münzen in dem Level versteckt. Und ich habe sehr mit mir gehadert, ob ich zulassen soll, dass ihr alle 400 finden müsst. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht doch ein bisschen harsch. Weil man kann beim Spielen doch zwischendurch mal sterben. Und wenn man dann wieder alles verloren hat, ist es ein bisschen gemein. Ich bin nach 11 ausgestiegen. Ey, das wär ein krasser Marathon-Stream, wenn du die nachholst. Wer jetzt hier auf der Seite das Geheimnis geholt hat und auf der anderen Seite eins vermutet, der wird... mit einem Geräusch belohnt. Aber da ist nichts. Also hier haben wir einen versteckten Block, der uns nach oben führt, um diese beiden Münzen zu holen. So, und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können hier oben in die Röhre, wir können unten in die Röhre und wir können in die beiden Türen. Und überall sind Münzen versteckt. So, hier haben wir sogar mehrere Wege zur Auswahl. Man weiß vorher nicht, auf was man sich einlässt. Wir sind gierig und nehmen den, der uns tötet, der aber doppelte Münzen verspricht. Du wurdest fest zitiert.
Die töten alle. Ja, gut. Ich meine, es kommt drauf an. Also ich finde den hier oben tatsächlich am einfachsten. Fand ich auch beim Bauen. So, hier für die ganz Cleveren. Falls jemand versucht, irgendwie was zu mogeln. Keine Chance. So, und dann kommen meine Lieblingsfreunde. Die Hammerbrüder. Ich hasse sie. Darum habe ich sie eingebaut, damit ihr alle was davon habt. Das ist großartig. Oh, Double, wenn du deine Level auf Switch portest, die würde ich spielen. Das hier sieht wie ein Witz-Level aus. Du meinst gute Idee, aber schlechte Umsetzung. Du hast ja die anderen Räume noch nicht gesehen. Ich lasse mir gerade Zeit hier beim Zeigen. Wenn ich besser spielen würde, wäre das auch gar nicht schwierig hier mit denen. Am Ende des Raumes erwartet uns eine fette 50er-Münze. So, wir könnten jetzt noch gierig sein und versuchen, hier was zu holen. Aber, wie gesagt, ich habe 400 Münzen versteckt. 300 braucht man nur. Kann man auch locker so machen. Es fühlt sich an wie ein R&M-Level. Ich habe es nach dem letzten R&M-Stream gebaut. Vielleicht deswegen. So, das hier ist mein Lieblingsraum. Das ist nämlich einfach nur Rennen, Max-Jumps und alles ist toll. Ruckelt das Bild gerade bei euch auch oder ist das nur meine Vorschau? What the fuck? Ja, die Hitbox war großartig. Hab ich auch gerade gemerkt. Das Bild ruckelt, oder? Warum tut es das? Kein Ruckeln bei euch? Ja, es sind doch nur Max-Jumps hier. Max, 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 Max. Bis hierhin. Das ist mein Level. Das habe ich gebaut. I made this. Kein Ruckeln. Okay, dann ist das nur mein Vorschaubildschirm. Der zieht nämlich extrem das Bild nach, aber... Wenn bei euch alles tutti ist, dann bin ich zufrieden. So, der Raum hier, der hat mich beim Bauen echt ein bisschen abgefuckt. Ich habe nämlich eigentlich immer abwechselnd Feuer und kein Feuer haben wollen. Das war aber überhaupt nicht zu spielen. Also das war unspielbar. Man kam überhaupt nicht durch. Man ist bei jedem Versuch gestorben. Ich habe es nicht einmal geschafft, bis zur Mitte zu kommen. Da habe ich mich entschieden, okay, ich mache doch die leichte Variante und mache einfach abwechselnd. Eine Seite nur Feuer, eine Seite kein Feuer. So, hier sind wir durch die linke Tür reingekommen. Das hier ist auch ein sehr schöner Raum. Der ist viel besser geworden, als ich ihn ursprünglich mir gedacht hatte. Weil dadurch, dass die Wumps sich ineinander schieben, verändern sie ihre Position von der ursprünglichen. Und dann kann man sich richtig schön den Weg verbauen. Das ist toll. Nein! Ah! Wir fangen da nochmal an. Ja, aber alles nochmal ist überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, man muss ja nicht alle Räume machen. Theoretisch reicht es auch, wenn man den hier und ein bisschen was von dem anderen macht. Da sind schon genug Münzen drin. So. Na komm. Jetzt du. Ah. Schiebt euch. Nice. Wie hilft mir das? Shit. Wo nicht?
alles nochmal, lies. Was soll ich lesen? Das ist ja frech. Schalt das aus. Ganz schnell ausschalten, den Kram. Ich weiß nicht, was ich lesen soll. Da stand Lies. Achso, ja, und die Steine hier unten auf den Vierern habe ich angeordnet wie Tetris-Steine. Weil ich das lustig fand. Die Münzen. So, wir gehen wieder hier raus. Dann machen wir noch unseren Speedo-Run. Man hat halt ein bisschen Auswahl. Man kann das spielen, wo man Bock drauf hat. Ist doch ganz nett. Hat er etwa Münzen liegen lassen? Hat er aber nicht absichtlich. Ich kann euch beruhigen, ich habe sie wieder eingesammelt. Ich bin immer noch ich selbst. Du darfst das so handhaben, wie du das am besten kannst auf der Arbeit. Es sei dir gestattet. Ich glaube, der Raum hier ist zu leicht geworden, nachdem ich ihn entschärft habe. Linker Screen Lag, rechter Screen Meisterlad, habe ich jetzt gelesen und bin in die Flamme gehopst. Ich bin überrascht, zwischendurch sind die Captions echt gut hier von den Untertiteln. Und zwischendurch brabbeln die einen Stuss. Das ist herrlich. Ja, das war wieder meine Hybris. Der Raum ist zu leicht. Oh Gott. Jetzt hatte ich kurz nicht aufgepasst. Aber allein hier hat man jetzt ja schon 85. Dann holen wir den hier. So. Schnuppdiwupp. Gimme Coins. Das war schon wieder viel zu knapp. Waren wir hier schon? Nein. Oh, dieses Vorschaubild ruckelt, macht mich wahnsinnig. Wenn es das bei Regina und Mac auch tut, dann habe ich ein Problem. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit den keine Max-Jumps hinten. Wenn man alle Münzen haben will, dann kann man keine Max-Jumps machen. Aber wenn du nur Max-Jumps machst, kommst du durch. Ja, ist richtig. Was fehlt uns denn noch? So, nicht mehr viel. Ja, genau 400 sind's. Abgezählt. Fun Fact, übrigens. Oh Gott. Ich habe erst vor kurzem rausgefunden, erst vor 2-3 Monaten, als ich das mal bei einem von euch gesehen habe. War das bei Error Stream? Ich glaube, als Error das Community Level gebaut hat. Da habe ich erst rausgefunden, dass man mit der Zielgeschichte sich ja jederzeit angucken kann, wie viele Münzen verbaut sind. Und wenn ich davor irgendwie 100 Münzen genau verbauen wollte, ich habe die jedes Mal gezählt. Entweder beim Bauen selber oder halt beim Spielen. Ich habe so viele Versuche gespielt, bis ich alle Münzen gesammelt habe und dann wusste, okay, jetzt sind es 93, 7 musst du noch platzieren.
Ja, manchmal bin ich ein bisschen doof. Das war mein Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass ich nicht denselben, dass ich nicht denselben Quote-Befehl wie ihr nutze. Ich habe versucht, bei Streamlabs-Bot, bei meinem Cloud-Bot, noch den anderen hinzuzufügen, einfach mit Quote-Leerzeichen-Add. Aber den nimmt er nicht. Ich kann anscheinend keinen Quote-Befehl manuell hinzufügen, das ist ein bisschen doof. Wer hat denn kommentiert hier? Und wie viele Münzen waren es? Schreibt in die Kommentare, wie viele Münzen ihr habt. Ich mal ein lustiges Münzgesicht. Ne, ihr habt einen Leerschritt dazwischen. Ihr macht Ausrufezeichen Quote, Leerzeichen Add. Und bei mir ist es in einem durch, weil ich einen anderen Bot benutze. I don't know why. Zwei Münzen hattest du. Ich glaube, dann konntest du das Level nicht beenden. Ich glaube, du flunkerst. So, wir haben noch zwei Level. Kommt, jetzt halten wir uns mal ran hier. Sind schon bei 50 Minuten. GV Nummer 18, The Gold Rush of 1-2. Das ist gar kein 1-1-Level. Hallo San, schön, dass du da bist. Man sollte mich nicht an die Quotes lassen. Tobt euch aus. Dafür sind sie da. Ich kann hinterher immer noch aufräumen, wenn mir was nicht gefällt. Just kidding, of course it's 1-1. Is it? Is it? Is it. Dankeschön. Sammle alle Münzen. 300. Ist das ein Speedrun? Auf jeden Fall ist es 1-1. I like what you did here. Hier soll ich rein. Ich mag, dass du 1-1 gebaut hast. Null. Oder große Münze. Baust du eigentlich 1-1 jedes Mal wieder neu? Oder hast du dir inzwischen eine Kopiervorlage gespeichert, die du dann immer wieder nimmst? Sind viel zu langsam unterwegs. But I don't care, ich hab Spaß. Das war die Hauptsache, oder? Ich habe eine Münze verpasst da hinten. Aber ich will gucken, ob es von der Zeit her noch passt. Käme ich noch knapp dran? Na, 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 irgendwo fehlen mir Münzen. Zum zweiten Mal ist das eine Kopie. Wo fehlt mir noch Münzgedöns? Mag ja auch, dass du 1-1 gebaut hast. Kann ich ja nicht lügen. Eins Strich eins für die Untertitel. Hier habe ich Münzen vergessen. I see. My mistakes were grave. Gibt es eine Münze? Nein. Hätte ich mir vom ersten Mal merken können. Habe ich aber nicht.
Wer braucht schon Super Mario 35, wenn er Level von Mengi spielen kann? Geil. Geil. Habe ich schon gesagt, geil? Ei. Love. Eins Strich eins. Ich mag das. Cooles Level. Das stimmt. Gale? K Gale? Nighty Night. K. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. So, und dann noch das Finale. Dann haben wir es in unter einer Stunde. Obwohl, ist ein Error-Level. Ich will aber nicht zu viel versprechen. Lemmy's Coin Castle. Collect the forbidden fruits to gain access to Lemmy's Coin Castle. Habe ich... War ich der... Ich wollte nur gucken, ob ich der einzige Kommentar... Ich habe das doch gerade gespielt. Ich wollte doch nur gucken, ob der einzige Kommentar war. Der einzige Kommentar. Mano. Das ist meiner, ne? Obviously. Gut. Collect the forbidden fruits to gain access to Lemmy's Coin Castle. Was ist die Clear Rate? Ich habe nicht aufgepasst. Deine oder die von Error? Das sind die verbotenen Früchte, die ich sammeln soll. I guess. So. Viel schlechter, weil ich nochmal rein bin zum Abbrechen. Excuse me. Das musste sein. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte schon, du hast dich vor der Clear Rate hier von Error erschreckt. Das hätte mir jetzt Sorgen gemacht. Das sieht schon wieder aus wie ein richtiges Mario-Level. Das könnte aus dem fertigen Spiel sein. Und ihr wisst, ich habe eine Schwäche für Level, die so aussehen, als könnten sie aus dem Spiel stammen. Das ist schon mal ein fetter Bonus für ihn. Das könnte man locker in Super Error World verbauen. Ich hab was gefunden da oben. Ich will's haben. Danke. Collected it. Wiggler, hilf mir mal. Ach, du. Unnützer Wurm. Blind Jump. Hat sich gelohnt. Definitiv worth it. Feuerblume. Pachu. Pachau. Das führt uns zurück. Cool. So, jetzt können wir das eigentliche Level betreten. Bin ja mal gespannt, ob es einen Checkpoint gibt. Ich glaube, die roten Blöckis und die roten Münzen sind verbotene Früchte. Weil in der Beschreibung stand, sammel die verbotenen Früchte, um Zugriff oder Zugang zu Lemmys Schloss zu erhalten. Und wir haben einen Checkpoint. Sehr nice. Das heißt, ich kann mir jetzt Zeit lassen. Hier sind Sprengblöcke. Eine Röhre. Die haben wir schon.
Damit mache ich die Röhre auf. Kommen aus der Röhre Bomben zufällig raus? Habe ich mir gedacht. So. Kann ich zufällig in die Röhre rein? Nein. Dann hätte ich gern noch so einen Bombi. Rein meinen, dann hätte ich gerne noch so ein... Was? Diese Untertitel, ne? Die sind ein Heidenspaß, wenn ihr die noch nicht anhabt. Ich kann es nur empfehlen. Besser als die von YouTube generierten. Ach so, ich hätte nicht einsammeln dürfen, sagt er mir. Mit dem Geräusch. Da hätte ich drauf gemusst. Das ist jetzt schlecht, jetzt haben wir bestimmt den Bonus verkackt. Aber ich kam dran, also habe ich es gesammelt. Ihr wisst, dass ich sowas mache. Red ist nur neidisch auf den vielen Bonus. Ja, hier rechts wäre noch ein tolles Geheimnis gewesen. Und da oben ist auch... Was ist denn hier alles? So viel zu entdecken, so wenig Zeit. Ich lasse jetzt bewusst die Zeit ein bisschen länger, ein bisschen einfach verstreichen. Weil... Wie kommt man denn da dran wieder? Ach, in dem ersten Geheimnis ist bestimmt eine Feder oder so. So mit der Röhre meinst du? Nein, ich hab den Check. Ich wollte den Checkpoint. Da war. Warum baust du einen Checkpoint dahin? Ich wollte nochmal zum anderen zurück. Jetzt muss ich die doofen Äpfel wieder sammeln. Oh, direkt Punktabzug. For making me play your level. Unfassbar. Offensichtlich, damit ich nicht zurück kann. Um mich zu mobben. Frech. Also wir müssen noch rausfinden, was da los war in der anderen Geschichte. Ich tippe hier auf eine Feder. Keine Feder? Aber wie komme ich dann da oben dran? An die super geheimen Geheimnisse. Ja, in der Tat. Ist hier was versteckt? Du kannst doch nicht hier so Lampen hinbauen und dann ist da nichts Geheimes. Du Deko-Genie. Ey, hallo ein Schwein. Da ist voll was versteckt. Hier ist das. Ist hier ein fahrender Block versteckt, ein unsichtbarer? Possibly? Maybe? No? Okay. Wie komme ich da hoch? Auf dem? Ah. Bonus Spaß. Das ist nur ein lachendes Gesicht, das Laser aus den Augen schießt. Hast du mal so einen Tintenklecks-Test beim Psychiater gemacht?
Mich würde interessieren, was du da siehst. So, wir sind hier bei den Todestreppchen. Jeder kennt sie, die berühmten Todestreppchen. What, Lemmy? Was machst du denn hier in deinem Schloss? Dich hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Schönes Design für einen Bosskampf. Man kann an den Seiten runterfallen. Er versucht, einen runterzuschieben. I like it. Moment, ich gehe ja gleich. Ich muss mir erst noch Bonussachen abholen, die Arrow hier offscreen versteckt hat. Hast du links irgendwas erspäht, was ich übersehen habe? Eine Münze. Danke. Das ist eine Enttäuschung. Wie komme ich denn da dran? Das ist ja mal eine herbe Enttäuschung, da Münzen drauf zu platzieren, an die ich nicht drankommen kann. Nee, die Eisblöcke kannst du nicht schmelzen, oder? Okay, ich nehme alles zurück. So. Jetzt aber. So. Wie kann man so oft daneben springen? Ich kann das. Oh, die Captions sind wieder überfordert. Nein, jetzt gehen sie weiter. Manchmal. Die Captions haben Probleme. Den Block musste ich zerspringen. Nice. Nice. Level. My. Dude. Schreib Lever. Was? Lever, schreib Lever. Ach Mann, verpasste Chance. Ach, schön. Gucken wir uns mal an, was da die Kommentare sind. So much Bonus. Man merkt, dass du dich wieder kreativ austoben musst. Und der fand es gleich zweimal super schwierig. Einmal trauriges Gesicht, einmal freundliches. Kann ich mir angucken, was ich gespielt habe? Ja, kann ich. Und dann lassen wir noch einmal kurz Revue passieren. Wir haben gespielt. Refreshingly refreshing. Das fand ich sehr schön. Du hast es sehr schön designt, sehr viel außenrum gepackt. Mir war nicht ganz klar, dass ich nicht anhalten darf. Dadurch habe ich es ein bisschen kaputt gemacht. Du hättest in den Kommentaren sowas schreiben können wie Boost, Boost, Boost oder Go Fast oder so. Dann kommt man nicht in die Versuchung, das langsam zu machen und macht alles kaputt, so wie ich beim ersten Versuch.
Ansonsten wieder ein sehr schönes Level, man kann viel erkunden, es gibt tausend Geheimnisse. Super. Yoshis Level stand in den Untertiteln Boost, Boost, Boost statt Boost, Boost, Boost. Stadtbus. Stadtbus finde ich auch gut. Nein, jeder normale Spieler macht das langsam und guckt erstmal. Man springt doch nicht einfach in den Tod. Coin Dash von Yoshi. Fand ich cool. Schönes Speedrun-Level. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Bisschen leer, vielleicht. Wenn ich eine Kritik hätte, dann, dass man merkt, dass er das einfach mal schnell nebenbei gemacht hat. Das Almost 1-2, das dann doch ein 1-1 war. Das dann doch einmal dran war. Das 1-1 war. Fand ich sehr schön. Und Lemmys Coin Castle. Auch wieder super, dass es perfekt in ein Mario-Spiel reinpasst. Diesmal war kein schlechtes Level dabei. Ich bin begeistert. Ich werde mir Gedanken machen über die Punktevergabe. Wenn ihr jetzt auch Punkte vergeben wollt, ihr habt ja alle Level gesehen. Ihr könnt sie natürlich nochmal selber nachspielen. Ansonsten alle Infos auf gaming-village.de. Schreibt mir dort eine Nachricht im Forum oder eine Direktnachricht auf Discord mit der Bewertung. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Dann könnt ihr über den Verlauf des Wettbewerbs mitentscheiden. Zehn Punkte an mich. Aber das beste Level kriegt nur drei. Das ist jetzt schwierig. Regina und Mac?